Und da prophezei ich jetzt schon, dass der größte Hammer noch kommen wird, und zwar bei der Rentenversicherung, bei der Pflegeversicherung. Es ist einfach mathematische Gewissheit, aber darüber werden wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch sprechen, obwohl wir es jetzt hätten schon ändern können. Wir haben es hier in diesem Bundesland seit der Wende nicht hinbekommen, eine kostenlose Kita-Versorgung einzuführen, kostenloses Schulessen anzubieten. Wir haben eine familienfeindliche Politik in diesem Land, das muss ich ganz klar so sagen. Und das ist ein maßgeblicher Grund für diese Situation. Und wir haben es einfach als reine Faktenlage, immer weniger junge Menschen müssen für immer mehr ältere Menschen aufkommen. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aktuell flattern Millionen Briefe in deutsche Haushalte. Und zwar mit einer unschönen Nachricht. Viele werden schon so einen Brief bekommen haben. Viele werden ihn garantiert in den nächsten Tagen bekommen. Und zwar werden wir eine gigantische Kostensteigerung bei der Krankenversicherung erleben. Und zwar in einem wirklich historischen Ausmaße, das muss man mal so sagen. Und hier möchten wir genau das heute thematisieren, weil es viele Menschen wirklich an den Rand der Verzweiflung bringt. Weil wir es in diesem Land zu einer Realität inzwischen haben, dass alles, im Prinzip wirklich alles immer teurer wird, aber zeitgleich immer weniger Geld übrig bleibt. Ganz einfach, weil die Sozialversicherungsbeiträge in Sphären vordringen, die eigentlich früher in diesen Größenordnungen undenkbar waren. Und da prophezei ich jetzt schon, dass der größte Hammer noch kommen wird, und zwar bei der Rentenversicherung, bei der Pflegeversicherung. Es ist einfach mathematische Gewissheit, aber darüber werden wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch sprechen, obwohl wir es jetzt hätten schon ändern können. Wir möchten heute über etwas sprechen, was jetzt real ist, habe ich gerade gesagt. Die Briefe werden gerade zugestellt über die Erhöhung bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Das möchten wir nicht. Es ist politisch gemacht. Darum soll es heute gehen, und auch die entsprechenden Lösungen sind damit verbunden. Erstmal reine Zahlen, Daten, Fakten, damit jeder überhaupt weiß, was auf einen zukommt. Wir reden über eine durchschnittliche Steigerung von 0,8% des Zusatzbeitrages. Da werden jetzt viele sagen, 0,8%, das klingt sehr wenig. Aber das macht für einen Durchschnittsverdiener in unserem Land einfach mal eine Steigerung von 300 Euro im Jahr aus. Und das ist für viele Menschen in diesem Land sehr, sehr viel Geld. Und sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer könnten sich mit diesem Geld viel, viel bessere Sachen vorstellen, als ein System hier weiter zu finanzieren, wo sie seit vielen Jahren überhaupt keine Verbesserung feststellen. Ich sag mal, wer hier irgendwas in den letzten Jahren an Verbesserungen hat feststellen können, das soll er mir mal zeigen. Ich will mal sehen, wo man jetzt schneller zum Arzt kommt, wo man schneller Termine bekommt. Das ist leider nicht der Fall. Wir möchten heute als AfD-Fraktion über die wirklichen, wirklichen Ursachen sprechen, über auch das, was viele nicht aussprechen möchten, weil es vielleicht nicht politisch korrekt ist, und dann auch die entsprechenden Lösungen unterbreiten. Weil eins muss man sagen, wir reden ja natürlich auf der einen Seite über die Finanzen, wir reden ja aber auch über Gesundheit, und da haben wir einfach keine Zeit mehr. Hier müssen wir politisch handeln. Erstmal, warum nehmen wir uns raus zu sagen, dass es politische Willkür ist, dass es politisch gemacht ist? Das zeigt einen Blick über den Tellerrand hinaus. Deutschland hat einfach mal die zweithöchsten Ausgaben für die Gesundheit der gesamten Welt. Wir geben ungefähr 13% unseres BIPs, unseres Bruttoinlandsprodukts, für diesen Bereich aus. Das ist Platz 2 der gesamten Welt. Und viele andere Länder, beispielsweise Skandinavien, aber auch im europäischen Umland, zeigen, es könnte mit einer besseren medizinischen Versorgung preiswerter gehen. Und da gucken wir mal hin, warum das da auch so ist. Erstmal, in meinen Augen, der größte Grund, warum wir in diese Schieflage gekommen sind, und das muss man immer bei jeder Debatte aussprechen, auch wenn es wenig gemacht wird, es ist einfach die demografische Katastrophe, die wir in diesem Land haben und die seit mindestens 20, 30 Jahren einfach mathematisch absehbar waren. Wir haben es hier in diesem Bundesland seit der Wende nicht hinbekommen, eine kostenlose Kita-Versorgung einzuführen, kostenloses Schulessen anzubieten. Wir haben eine familienfeindliche Politik in diesem Land, das muss ich ganz klar so sagen. Und das ist ein maßgeblicher Grund für diese Situation, und wir haben es einfach als reine Faktenlage, immer weniger junge Menschen müssen für immer mehr ältere Menschen aufkommen. Und egal, wie man das dreht oder wendet, es funktioniert einfach logistisch nicht. Ein älterer Mensch geht statistisch gesehen viel häufiger zum Arzt, viel häufiger ins Krankenhaus, aber es gibt immer weniger junge Menschen, die das auch einfach logistisch bewerkstelligen können. Das ist reine Faktenlage in diesem Land, und ihre vermeintliche Lösung der Zuwanderung ist Blödsinn. Es ist mit weiteren Problemen verbunden, es ist keine langfristige Lösung. Die einzig langfristige Lösung ist eine gesunde Demografie, und das geht nur über eine gesunde Familienpolitik und auch nur mit der AfD. Und deswegen finde ich es schade, dass die Menschen noch 2 Jahre warten müssen, nämlich bis zur Regierungsübernahme 2026, bis wir endlich mal eine kostenlose Kita-Versorgung in Sachsen-Anhalt umsetzen können. Zweitens, das zweite große Problem, und das ist auch eines der größten Unterschiede zu allen anderen Nationen auf der Welt, und das ist der große Elefant im Raum. Jeder von Ihnen weiß, dass er da ist, aber die meisten trauen es sich nicht auszusprechen, weil es politisch unbequem ist. Wir machen es, ich mache es sowieso, wissen Sie alle. Es ist einfach das Problem, dass wir viel zu viele Menschen in unserem System haben,
die nicht einzahlen, die nicht zurückgeben möchten und die dort einfach nicht hingehören. Das ist Faktenlage und das möchte ich heute mal mit Zahlen untermauern. Ein Mensch produziert in Deutschland ungefähre Kosten im Jahr fürs Gesundheitswesen von 6.000 Euro im Durchschnitt. Wir haben allein im Bürgergeld 2,6 Millionen Menschen ohne eine deutsche Staatsbürgerschaft. Und da stelle ich mir ganz klar die Systemfrage, was haben diese Menschen im Bürgergeldbezug zu suchen? Wie ist das überhaupt möglich, dass wir so eine Größenordnung haben? Und für uns die wichtigste Frage, wie holen wir die so schnell wie möglich da raus? Das ist die entscheidende Frage dahinter. Und allein bei diesem Bereich sprechen wir über Kosten von 13 Milliarden Euro. Nur dafür 13 Milliarden Euro. Und da sind noch nicht mal die Asylbewerber drin. Die kommen nochmal hinzu, weil sie nämlich über das Asylbewerberleistungsgesetz, auch im Bereich des Gesundheitswesens, über Steuern finanziert werden. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, die Kasse, wissen Sie alle, die Gesundheitskosten werden nicht nur über die Kasse finanziert, auch über den Gesundheitsfonds, über Steuermitteln. Wie viel Entlastung in diesem Land für die Beitragszahler, für die deutschen Bürger und Steuerzahler möglich wäre, wenn wir diese Mittel umschichten würden. Wir sprechen hier über gigantische Summen. Drittens, die Leistungsfeindlichkeit im System, muss ich auch ganz ehrlich mal sagen, wir versickern Unmengen an Mitteln wegen einer fehlenden Effizienz, aber auch wegen einer Leistungsfeindlichkeit. Wir haben ja nicht nur die 2,6 Millionen nicht-deutschen Staatsbürger im Bürgergeldbezug, wir haben ja nochmal 2,9 Millionen deutsche Bürger im Bürgergeldbezug. Und hier haben wir das Problem, dass dieses Geld eigentlich für Menschen gedacht ist, die unverschuldet in eine Notsituation gekommen sind, zum Beispiel durch Krankheit oder Unfall. Und das war's. Wer dem Staat ins Gesicht sagt, ich möchte nicht arbeiten gehen, obwohl ich es könnte, da gehören die Hähne genauso abgedreht und das in Kombination mit der anderen Summe sind gigantische Größenordnungen, über die wir sprechen und die aber andere Beitragszahler jeden Monat mitfinanzieren müssen. Und deswegen haben wir auch solche Kostensteigerungen. Das ist Faktenlage. Viertens, wir haben ein sehr ineffizientes System bei uns. Und da möchte ich Ihnen jetzt mal ein Beispiel nennen, wo wirklich jeder mal versteht, was wir eigentlich für ein wirres System in der medizinischen Versorgung in Deutschland haben. Ein Gastroenterologe bekommt für eine Darmspiegelung ungefähr 170, 175 Euro. Außerbudgetär. Das heißt, er kann die Leistung so oft machen, wie er es für richtig hält, wie der Patient es braucht. Eine Magenspiegelung, also auf der anderen Seite, bringt nur 65 Euro und sie ist budgetiert. Das heißt, sie ist gedeckelt. Da sagt dann die Krankenkasse irgendwann, du hast jetzt eine Summe X an Magenspiegelungen gemacht, jetzt ist Schluss, jetzt kriegst du nur noch die Hälfte an Geld, 40 Euro ungefähr. Was sagt sich der Gastroenterologe? Konzentriere ich mich auf die Darmspiegelung. Und das führt dazu, dass wir hier bei uns im Land eine Wartezeit für eine Darmspiegelung von 2 bis 3 Monaten haben und für eine Magenspiegelung von 6 bis 9 Monaten. Das ist die Konsequenz aus dieser theoretischen Betrachtung der medizinischen Versorgung in diesem Land. Dem Patienten, dem ist das völlig egal, der will einfach nur gesund werden und gesund bleiben. Und das zeigt ganz eins, medizinische Versorgung in diesem Land richtet sich nicht nach dem Patientenwohl aus, sondern nach dem, was irgendwo auf dem Schreibtisch gut für die Zahlen ist. Und das ist langfristig ein riesengroßes Problem, weil die beste Krankheit, sowohl finanziell als auch moralisch natürlich für den Menschen, ist einfach gar keine Krankheit, die im Vorhinein erkannt wird, so früh wie möglich, damit sie gar nicht erst ausbricht, die auf der einen Seite unzählige Summen Steuereuros sparen könnte und auf der anderen Seite Menschen vor unsäglichem Leid auch bewahren könnte, wenn man die Krankheit rechtzeitig entdeckt. Und deswegen unser Lösungsansatz, medizinische Versorgung, darf sich nur nach einer einzigen Frage ausrichten, was ist das Beste für die Menschen, was ist das Beste für die Gesundheit und nicht, wo es irgendein Budget erschöpft. Ganz, ganz wichtige Sache. Ich hoffe, dass mal vielen hier die Augen geöffnet wurden. Vielleicht sieht das auch jemand, der gerade auf so einen Termin wartet, der gerade 9 Monate auf eine Magenspiegelung in Sachsen-Anhalt warten muss. Das ist der Grund, es ist ein politischer Grund. Und fünftens, Medikamentenversorgung. Haben wir auch schon unzählige Male beantragt. Wir möchten sie hier im Land. Warum? Deutschland war mal die Apotheke der Welt. Wir haben unzählige Innovationen in dem Bereich für die Welt bereitgestellt. Wir haben die Welt mit Medikamenten versorgt. Wie ist es jetzt? Genau umgekehrt. Wir haben uns abhängig gemacht vom Weltmarkt. Wir haben uns abhängig gemacht von Importen, vor allem aus Asien. Und das führt dazu, dass wir erpressbar sind, dass wir gigantische Mittel hierfür bereitstellen müssen. Allein jetzt über 10% Kostensteigerung für Arzneimittel. Und es führt dazu, dass wir Arzneimittelengpässe haben. Deswegen, auch hier müssen wir noch leider bis 2026, bis zu einer Regierungsverantwortung der AfD in Sachsen-Anhalt warten, bis wir eine eigene Arzneimittelversorgung hier in Sachsen-Anhalt, hier in Deutschland wieder sicherstellen können. Es gibt nicht nur Intel, es gibt nicht nur irgendwelche Großkonzerne, es gibt auch einen pharmazeutischen Mittelstand, den wir hier bei uns in Sachsen-Anhalt unterstützen möchten, damit wir uns unabhängig machen und auch hier die Beitragszahler entlasten können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Man sieht es also, die Grundursachen, dass wir so einen Beitragsschock haben, die sind nicht das eine, die sind nicht das andere, das gebe ich ganz frei zu. Es ist eine Mischung aus vielen Faktoren, aber es sind nennenswerte Dinge, die man einfach anpacken könnte, wenn man denn politisch wollen würde. Die Lösungen
habe ich kurz und knapp jetzt auf den Punkt gebracht. Gerne können wir sie noch detaillierter besprechen. Aber das sind die Ursachen für die Schieflage in diesem Land. Wir reden hier, wie gesagt, natürlich über Geld. Wir reden hier aber auch über die gesundheitliche Versorgung. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns keine weitere Zeit verlieren. Lassen Sie uns wirklich nicht nur reden, sondern handeln. Die Optionen liegen auf dem Tisch. Wir reichen allen die Hand, die hier konstruktiv mit uns zusammenarbeiten wollen. Für die Menschen in diesem Land sollte man es auch tun. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.